Stairmix zulegen. Ah. Voilà. Ich spiele also heute Abend die Bands. Mal, ist gut. Super. Kommt gut. Das ist gut. Zu einer von den kleineren. Da musst du noch einen mit dem Besen drücken. Und wo spielt eigentlich er? Da sind wir ja. Herzlich willkommen zur guten Festival Late Night Show mit mir. Jeden Abend auf dem Internet. Heute bei mir im Chalet zu Besuch Tabu Fantastik und ein Freund von mir, der Tom Freund. Über 10'000 Personen waren am letzten Wochenende auf dem Gurten. Sie haben Volksmusik aus Europa und Amerika gehört. So, wie wir hören, ist heute das Berner Hausbergfestli 2017 losgegangen. Und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Ja, und wir sind weit gekommen in den letzten 10 Jahren. Wir sind jetzt bei 80'000 Besuchern. Es hat WCs mit Spülungen, DJ-Zelt und Wi-Fi und Internet überall. Und ich weiss, ihr werdet euch Bildli und Filmli machen und die dann auf Facebook, Instagram, Snapchat aufladen, alles unter dem Hashtag Gurtenfestival. Und das ist auch gut und wichtig so. Ja, ich finde das super für dich. Du bist jung und schön. Genieß den Moment. Du bist live am Gurtenfestival 2017. Ich verstehe das ja alles. Aber ich möchte es mal so sagen. Es ist nicht mehr jeder 12 hier auf dem Berg oben. Seien wir ehrlich, ich könnte im Fall die Bär sein. Und es schießt mich einfach an, wenn du während dem Konzert mit deinem Handy vor meinem Gesicht rumfummelst und ich nebendran fast einen epileptischen Kasper mache. Ich komme aus einer Generation, da haben wir noch Feuerzeuge in die Luft gehabt. Haben wir das Gras noch auf der Gas gekauft und nicht im Kopf. Da konnte man einem Menschen noch richtig in die Augen schauen. Und er hatte noch nicht so einen Hundefilter über dem Gesicht gehabt. So. Das wollte ich einfach mal sagen. Und jetzt genießt das Festli. Ich knall mir mal einen Joint hingern. Love, Peace und guten Abend miteinander. Gold und Swiss Music Award beste Hit national für ihren Song Angelina. Ihr neues Album heisst Drinks. Das sind Tabu Fantastik. Aufeinander geht's aber nebenan. Ein Kollege ist zu mir gekommen, vor dem, wo der Song ist rausgekommen. Und als erstes blärt er mir einfach die zwei Sätze entgegen. Und ich musste sagen, okay, stopp bis hierher. Das ist wahrscheinlich einer der gescheitsten Sätze, die je jemand im Pop-Business in der Schweiz geschrieben hat. Wer hat den geschrieben von euch? Okay. Der junge Herr da. Aufeinander geht es aber nebeneinander nicht. Heisst Missionarstellung, aber dann kann man nicht nebeneinander einschlafen. Genau. Das heißt nicht unbedingt Missionarstellung. Es kann auch sie oben sein. Das ist egal, ehrlich. Oder Doggy? Nein, das ist neben. Das ist hintereinander. Hintereinander ist nicht erwähnt im Song explizit. Ja. Aus dem Grund. Das haben wir uns schon überlegt. Ah, aber je nachdem, weißt du. Also, aufeinander geht, aber hintereinander. Ja. Aber was ist die philosophische Geschichte hinter diesem Song? Es gibt nicht eine mega philosophische Geschichte, aber die wahre Geschichte ist eigentlich, dass ich wirklich aufgewacht bin. Ich brauche viel Platz zum Schlafen. Und ich bin in einem Bett aufgewacht, das wirklich zu klein war für zwei Personen. Und wir waren das zweite drin. Und ich bin wie aufgestanden und habe gesagt, irgendwie, zu mir selber gesagt, aufeinander geht es, aber nebeneinander irgendwie nicht in diesem Bett. Weil ich fast nicht geschlafen habe. So. Ah, okay. Also wir haben miteinander geschlafen, aber fast nicht geschlafen nachher. Okay, und dann seid ihr auseinander. Ja, also das, ja, einfach, was denn so passiert. Ihr habt jetzt über 200 Konzerte gespielt, kann man so handgelenk mal Pi sagen. Was macht ihr kurz vorher? Kumpen. Hüpfen, ja. Es hat sich so ergeben, dass wir zwei einfach noch hüpfen. Recht fest sogar. Für euch. Ja, so ein kleiner Bounce. Es ist nicht so klein, es ist mehr akrobatisch. Ja. Ah, richtig. Bounce. Ja, Bounce. Ja. Und dann ist man irgendwie wach. Und uns auf den Arsch hauen. Ja. Gegenseitig. Ja.
Also die ganze Band oder echt ihr zwei? Die Band ist dann schon auf der Bühne. Mhm. Ah, okay. So. Die müssen ja anfangen ohne uns, das ist eben geil. Ist schon sehr homoerotisch, so eine Band. Schon, gell? Oder? Ja. Ja, also wir langen das schon noch etwa einmal an. Wenn es keine Frauen gäbe, was würdet, wie würde die Musik tönen? Weniger sexuell. Scheissfrage. Das ist sehr also, geil. Ich kann sagen. Es also, ich würde keine Musik machen, glaube ich, dann. Ah, du würdest gar keine Musik machen, weil Nein. Du hast angefangen Musik machen. Weil ich nicht auch shooten konnte. Ich bin der Klassiker, ehrlich. Ah, geil. Ich habe auch aufgelegt und das Geile war einfach, wenn du eine Frau auf den Dancefloor gebracht hast. Also, das ist das Zeichen. Vielleicht gibt es gar keine. Gell? Vielleicht gibt es gar keine Musik, wenn es keine Frauen gäbe. Schau, jetzt könnt ihr noch entscheiden, wie wir das Interview beenden. Entweder wir schweigend trinken oder ihr bekommt einen Lapdance. Lapdance? Ja, sorry. Lapdance. Ich muss einfach sagen, ich mache den Lapdance. Ja. Selbstverständlich. Ich habe nichts anderes erwartet. Nein. Sag it, jeder checkt das schon. Check my love studio city exercise. Ich habe kein Mädchen, nichts, aber hauen kann man auch. Heute Abend kommt eine Band auf den Gurten, die wir alle kennen. Und sie hat uns nämlich einen Flow ins Ohr gesetzt. Jump out. Wer kennt das nicht? Gehen wir doch mal auf die Suche, wer von unseren Gurtengängerinnen und Gurtengängern das bekannte Lied von House of Pain kennt. House of Pain, sagt ihr das etwas? House of Pain, ist das eine Serie? Ja, das ist Half of Card, was du meinst. Du meinst House of Pain? House of Pain? Ich helfe dir, warte, ich helfe dir. Jump. Sag ja, komm, ja, ja, genau. Ja, genau. Ja. Und wie geht das Lied? Ich weiß es nicht. Ich verliere auch hier in diesem Spiel. House of Pain, sagt ihr das etwas? Ja, sicher. Was? Jump around! Ja, jump around! Okay. Ja, das ist aber das bekannteste. Jump around! Jump around! Jawohl! Jawohl! Jump around! Jump! Wir müssen echt kumpeln, der Doppel. Ja, Kollege! House of Pain! Yeah, House of Pain! Geht auch nicht so, aber es ist vielleicht so. Ja, das ist gut gesehen. Jump! Ist gut, House of Pain! Jump! Ja, und die anderen machen wieder nicht mit. Ja. Sehr schwach. Das Fazit ist erzogen, wie ihr seht. Fast alle kennen die 2-3 Ziele, aber einfach auch nicht mehr. Heute Abend um 12:30 kommen sie und sie werden uns noch einmal so richtig zu Vödeln einheizen und uns beibringen, wie der Song richtig funktioniert. Er ist Singer-Songwriter. Er ist in New York auf die Welt gekommen, lebt jetzt in Kalifornien. Er spielt Ukulele, Gitarre, Bass, Kontrabass, Mandoline und Piano und ist heute bei uns zu Bern auf dem Gurten. Der Tom Freund. Ask some stupid questions, you give answers really? How you feel. That's cool. How's life in Santa Monica? Well, it's okay. It's okay. I'm in Venice, Santa Monica, same thing. It's all connected. Ah, okay. It's all connected. It's all connected through a beach. Through a beach, you know. And you live at the beach. I'm close to the beach, not on the beach. What interests me the most at the moment, Weed is legal in California. Is that true? It's true. It's too bad I don't really smoke weed anymore. I used to smoke a lot of weed, but now that it's legal, yeah, it's no fun anymore. What's the point? That's exactly. Yeah. And which used to be your favorite kind of weed, because I know they have great names for that. My daughter calls it the smells of Venice. Why do you live there? Isn't it quite touristic? Well, I don't live in that. There's many parts of Venice. Ah, okay. You think of the boardwalk. I don't live on the boardwalk. You don't go roller skating on the... I mean, I can, but... Yeah. Normally, you go here on tour in winter. Yeah. Because you like to ski. Well, I put the helmet on now because everyone's wearing a helmet. For a long time, I wouldn't wear a helmet. Oh, you wear a helmet, so you're really good at skiing. Yeah. And you play tennis. Yeah, that's how this happened. How does one do that? By playing? Because I looked like Roger Federer or something. I was playing so freaking good that I, tore my calf muscle. Holy when I read your bio, your middle neck. Yeah, Hogstrom. I'm 51% Svenska, man. You speak Swedish as well? Liten Svensk. I don't. People in America mix up Switzerland and Sweden all the time. The whole time. You I like that every word sounds like Spiez. There's a place called Spiez. Spiez? There's a barbecue Spiez. Spiez. There's a, doesn't it mean horny or something? It's Spitz. Like, the Spitz thing is unbelievable. And you can't say a word, it's Spitz everywhere. And I wrote a song, by the way, called Switzerland.
You want to play this for a sec? Yeah, let's see if I remember it. All right. Oops. Organized and courteous, jovial, and you can trust them. That's the way they raise them up down in Switzerland. Yeehaw! Switzerland, take my hand. You gotta play this song. I think I gotta play it. So, jetzt langt's aber für heute. Morgen, am Abend ab der 10, könnt ihr wieder mit dabei sein auf gurtenfestival.ch und auf der Gurtenfestival Facebook-Seite. Wir haben Imagine Dragons, wir haben Jeans for Jesus und SOS. Jetzt gehen wir raus mit ein paar Bildchen, die der Nemo und vielleicht auch dir gemacht hat und aufgeladen hat unter dem Hashtag Gurtenfestival. So. Geniessen das Festli, macht nichts, was ich nicht an mich. Benimm die Mädchen. Wir sehen uns. Bis morgen.